Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Haarfavoriten und wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. So Leute, und zwar habe ich mir überlegt, ich wollte meine Jahresfavoriten für 2019 abdrehen, ein bisschen verspätet, aber ich bin einfach drauf gekommen, es sind zu viele Produkte. Und deshalb mache ich jetzt einfach nur meine Haarfavoriten von 2019, damit ihr das so ein bisschen kategorisch im Überblick habt. Und zwar haben wir Shampoo, also günstig und teuer, Conditioner, günstig und teuer, also immer so ein bisschen eine Alternative auch dazu. Dann Haarspray, Haaröl, Haarmasken, dann diese Pflegecremes, die man nach dem Waschen hineingibt. Und Pflegesprays zum Kämmen. Ja, Leave-In-Pflege. Genau, also es ist ein bisschen was. Aber ich möchte euch da wirklich meine Top-Produkte zeigen. Und zwar starten wir direkt mit Shampoo. Da habe ich von Schwarzkopf Bonacure meine Favoriten. Und da ist im Prinzip also die rote Reihe oder ein Ölshampoo. Aber da ist einfach alles gut von der Marke, finde ich. Und das ist zum Beispiel ein Marula Öl Oil-In Shampoo für feines bis normales Haar. Das sieht so aus. Oder zum Beispiel als Alternative diese rote Reihe. Das ist einmal die Peptide Repair Rescue Micellen Shampoo, heißt es. Und das sind meine normalen Go-To Shampoos, die sind ein bisschen teurer. Aber die ganze Reihe von Bonacure wird sich über meine ganze Haarpflege ziehen. Also ich mag die Marke wirklich sehr gerne. Dann stelle ich euch aber auch noch für die Blondinen unter euch ein Silbershampoo vor. Und zwar ist es auch von Bonacure das Colorfree Silbershampoo. Und von Trinity Crashen heißt das, ein Silbershampoo. Von Trinity habe ich auch eine Haarmaske, die ich sehr gerne mag. Die habe ich da jetzt nicht erwähnt, weil es einfach kein Jahresfavorit ist, weil ich die erst vor kurzem mal benutzt habe. Deshalb nur das Silbershampoo, das mag ich sehr gerne. Und jetzt für alle unter euch, die sagen, ich möchte nicht für Haarpflege so viel Geld ausgeben, also so viel. Für Haare ist es mir einfach das Geld wert. Aber ich habe auch natürlich aus der Drogerie welche dabei. Und zwar Shampoo von L'Oreal, verschiedene. Und zwar ist da einmal das Extraordinary Oil Shampoo, mein Favorit. Und das habe ich einfach nochmal in klein. Und dann habe ich auch noch das Weiß-Rote Intensivpflege Reparatur Shampoo. Oder dieses lilane Keratin Straight. Das ist aber aus Dubai, aber ich zeige es trotzdem, weil es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, auch unter einer Marke für sein Haar etwas zu finden. Dann geht es auch schon weiter mit den Conditionern. Und zwar habe ich da von der teureren Seite von Bonacure, auch wieder von Schwarzkopf, diese zwei. Und zwar ist es einmal ein Color Freeze Farbschutz Conditioner und ein pH 4,5 Color Freeze Micellen Cleansing Conditioner und die kann ich euch beide sehr weiterempfehlen, sind gute Conditioner und ja, die sind einfach so übers Jahr 2019 meine Favoriten geworden. Und dann wieder auf der günstigeren Seite von L'Oreal das Elsev Extraordinary Oil und das Elvive Keratin Straight, das sind beides Conditioner und also zum Auswaschen meine Pflege und da habe ich wieder einmal ein großes, einmal ein kleines, aber das könnt ihr dann entscheiden, wie ihr das wollt. So Leute, dann machen wir direkt mal weiter mit Haarmasken. Und zwar habe ich da von Schwarzkopf zweimal die Bonacure Peptide Repair Rescue Maske und die River Silane Maske wieder. Also passend zu den Shampoos. Und die sehen so aus. Das sind meine Maskenfavoriten, die ein bisschen teurer sind, aber die sind ihr Geld wert. Und dann habe ich auf der günstigeren Drogerieseite von L'Oreal das Elsev Extraordinary Oil, die Maske, und die riecht so krass gut. Die riecht wirklich, also das ist eine richtig gute Maske. Die habe ich schon sicher dreimal leer gemacht 2019. Also das sind meine Maskenfavoriten. Und weiter geht es auch schon mit der Pflegecreme, die man dann nicht ausspült, die man dann einfach nach dem Haarewaschen ins Haar gibt zur Pflege. Und da habe ich auf der teureren Seite von Schwarzkopf die Bonacure-Reihe. Und zwar einmal die Repair Rescue-Reihe und einmal die Color Freeze-Reihe. Die habt ihr ja vorher schon bei den Shampoos gesehen. Und dann von den günstigeren her habe ich noch einmal das L'Oreal Elvive Keratin Straight. Also die komplette Reihe habe ich auch davon. Und dann habe ich noch, weil es wirklich einer meiner Favoriten ist, mit reingenommen,
diese Pflegecremes von Garnier. Und da habe ich noch dreimal von Garnier die Pflegecreme ohne Ausspülen, Ahornbalsam. Dann habe ich einmal die Honey und Propolis und einmal die Argan Mandelcreme. Also ich muss sagen, die riechen wirklich richtig, richtig gut und sind sehr pflegend. Und dann habe ich noch als andere, also zum Glätten Hitzestyling von L'Oreal Studio Line, Hot und Glatt Hitzestyling, 3 Tage Glatt und Anti-Frizz. Das ist auch so eine Leave-In-Creme. Und ja, die habe ich einfach mit reingenommen, weil ich es wirklich nach dem Waschen sehr, sehr oft verwende und weil die sehr pflegend und gut für die Haare sind. So Leute, und weiter geht's mit Sprays, die sozusagen fürs Haarkämmen sind. Also wenn ihr diese Pflegecreme drin habt, könnt ihr noch ein paar Sprühe von denen dazugeben. Da habe ich aber nur teure da, weil ich die einfach mehr mag. Gibt es natürlich auch für ein paar Euro, zum Beispiel von Gliscor oder so. Aber meine Favoriten sind von Schwarzkopf, Bonacur, wieder mal, ich sage es jetzt nicht mehr dazu, ihr kennt es schon, das sind die zwei, wo ich das Shampoo und die Maske und alles davon habe. Die habe ich Weihnachten 2018 von meiner Schwester bekommen und es ist fast leer, also so gut wie leer, weil es richtig gut ist. Und zwar Moisture Kick Spray Conditioner von Crashen. Da habe ich euch ja auch vorher gesagt, da habe ich eine Maske, ein Shampoo davon und da habe ich einfach nochmal diese Express Sprühkur. Und die sind einfach wirklich gut. Da könnt ihr euch auch wieder aussuchen, euren Haaren entsprechend, was da passt. Und wenn jemand etwas Ölhaltigeres als Spray will, weil er vielleicht dickere Haare hat und mehr Pflege braucht, dann habe ich da einmal von Bonacur das Oil Miracle Oil Mist. Und wirklich, da braucht man so wenig davon. Und ich habe das 2019 schon zur Hälfte aufgebraucht, obwohl ich so viele andere Produkte habe. Also wirklich, das ist richtig, richtig gut. Und dann habe ich noch von das Oil Miracle Liquid Oil Conditioner für feine bis normale Haare. Also man braucht wirklich nicht viel. Ihr seht, wie dünn meine Haare sind und die sind schon fast wieder aufgebraucht. So, und dann geht es noch weiter mit Haaröl und Styling. Das sind die letzten zwei Punkte in diesem Video. Und ich beginne mit Haaröl. Und zwar habe ich da die teurere Variante von Crashen Trinity. Ein Haaröl mit 100 ml. Das ist Arganöl Repair Elixir. Und das riecht so gut, Leute. Und dann habe ich natürlich noch, von wem sonst, von Bonacur, die Oil Miracle Öle. Und zwar ist es einmal Keratinöl und Light Finishing Treatment. Da gibt es ja auch so viele verschiedene. Und bevor wir zu meiner günstigeren Variante kommen, habe ich noch etwas zwischendrin. Und zwar ist das das Inecto Naturals Coconut Oil. Und das hat 100 ml drinnen und das ist von Boots in London. Ich habe aber gesehen, dass es das in Deutschland auch gibt. Also ihr könntet mal nachschauen, ob ihr das wo findet. Deshalb nehme ich das mit rein. Und ja, das ist auch schon ziemlich aufgebraucht und einer meiner Favoriten. Und jetzt kommen wir zu meinem günstigsten Haaröl-Favoriten. Und zwar von Balea, das Oil Repair Intensiv Haaröl. Das sieht so aus. Und Leute, ich benutze das wirklich so, so, so oft und so gerne. Und das riecht so krass gut. Das kostet 3,25 Euro und ist wirklich ein gutes, günstiges Haaröl, was ich wirklich empfehlen kann. Also wenn ich nicht gerade die von Schwarzkopf benutze, dann benutze ich das von Balea, weil ich den Geruch und die Pflegewirkung wirklich gut finde. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und zwar habe ich noch Haarstyling-Favoriten. Ich benutze dann einfach von Taft den Haarspray. Und zwar habe ich da einmal, also den habe ich schon immer, wirklich immer gehabt. Das ist dieser grüne hier. Und den habe ich mir letztes Jahr neu geholt für die Glow. Da wollte ich mal was anderes probieren. Weil den fand ich wirklich gut. Das ist der Casual Chic luftig leichtes Haarspray, auch mit Stärke 3. Das ist dieser pinke. Und passend dazu habe ich noch einen Lockenschaumfestiger, wenn ihr wirklich mal sagt, ihr möchtet die Haare richtig bombenfest stylen, so wie ich auf der Glow, dann habt ihr hier auch noch eine Alternative mit einem Schaumfestiger. Dann gebe ich mir einfach vorher so in die Locken den Schaumfestiger und dann sprühe ich es nochmal nieder mit Haarspray. So Leute, das war es jetzt auch schon wieder mit meinen Haarpflege-Favoriten von 2019 und ich werde die definitiv 2020 auch weiter so behalten, weil ich wirklich zufrieden damit bin. Ich habe immer eine teurere Variante und eine günstigere Variante, die ich dann immer mische, damit es nicht so ins Geld geht. Wir werden ja dann in den Monatsfavoriten oder in den Jahresfavoriten von 2020 das nächste Mal sehen, ob sie dann gleich geblieben sind oder nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da.
Folgt mir auch gerne auf Instagram, da heiße ich liveofbenita_YouTube. Und dann verabschiede ich mich schon wieder und sage Tschüss.